freue mich heute Abend hier zu sein. Ich bin natürlich auch erfreut, dass Sie hier sind. Das Thema ist schon sehr wichtig, was ich heute Abend mitgebracht habe. Also Islam, ein bisschen näher betrachtet, Islam und Christentum im Vergleich. Und dann insbesondere, was mich bewegt hat, aus einer praktizierenden muslimischen Familie. Ich war also praktizierender, gläubiger Moslem, was mich bewegt hat, Christ zu werden. Ja, wir hatten schon eine spannende VR-Fahrt. Ich habe zu meinem Freund, der mit mir gereist ist, gesagt, ich habe das Gefühl, 52% aller Blitzgeräte sind zwischen Ludwigsburg und Waiblingen. Bevor ich zum Thema Islam etwas sage, gerade die Herausforderung, die wir im Islam haben, möchte ich vorwegnehmen, dass meine Vorträge nicht dazu dienen, Muslime in irgendeiner Weise anzugreifen oder zu diskriminieren. Das kann nicht das Ziel irgendeines Vortrags sein und das Recht nicht von mir. Aber es ist eben wichtig, dass man trotzdem auch gerade über den Islam, der sich in Deutschland ja doch verbreitet und viel mehr präsent ist, als es vor 10 Jahren der Fall war, ist schon wichtig, auch mal kritisch betrachten zu dürfen. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, mit der ich gerne den Vortrag beginne. Und zwar, ich war zum Essen an einem Tisch. Mit mir am Tisch saßen mehrere Personen. Schräg gegenüber saß mir eine afghanische Frau. Die Frau war offensichtlich säkularisiert, also nicht strenggläubig muslimisch, so wie ich es kannte. Säkularisiert, locker gekleidet, geschminkt, ja. So Attribute, die man einer strenggläubigen Muslima nicht zuordnen kann. Und diese Frau fängt an, über den Islam zu reden und sagt dann vor versammelter Menge, der Islam ist die beste Religion, ja, und der Islam ist die einzig wahre Religion. Und wer ein Moslem ist, der ist glücklich und Allah ist ein segnender Gott und alles ist wunderbar beschrieben und man müsste doch eigentlich, wenn man Frieden in der Welt haben möchte, man müsste zum Islam konvertieren und wenn alle Welt muslimisch geworden ist, dann herrscht auch wirklich Frieden auf dieser Erde. Da ich nun dort mehr oder weniger privat war und nicht im Dienst, hielt ich mich lange Zeit zurück und irgendwann konnte ich mich nicht mehr zurückhalten, spätestens als die gute Frau sagte, im Islam wird die Frau 3-mal so viel geehrt wie der Mann. Da konnte ich definitiv nicht mehr mich zurückhalten und habe sie dann höflich gefragt, Entschuldigung, diese Aussage kann ich nicht ganz nachvollziehen, man hört doch eigentlich immer nur genau das Gegenteil, dass eben die Rolle der Frau im Islam sehr schwierig ist, dass sie dem Mann untergeordnet ist, unterstellt ist und so weiter. Wie sie darauf kommt, dass die Frau 3-mal so viel wert ist. Die gute Frau sagt mir, es stünde im Koran. Meine nächste Frage ist, wo genau steht es im Koran? Ich möchte es gerne nachlesen. Sie konnte mir keine Antwort geben. Ja, ich kann ja meine Tochter anrufen und die kann das raussuchen. Die kennt sich besser aus im Koran als ich. Ich habe sie gebeten, das dann zu tun, was sie natürlich nicht gemacht hat. Und dann geschah Folgendes. Ich hielt am Tisch ihr, die sie offensichtlich muslimisch war, aber eben vom Islam nicht viel Verständnis hatte und schon gar nicht vom Koran oder von der Geschichte des Islams. Ich habe ihr einiges berichtet über Entstehung des Islams, über Mohammeds Begegnung und Offenbarung und die Entwicklung gerade auch in den ersten Jahrhunderten und habe ihr einiges sozusagen wiedergegeben. Heute Abend kann ich es nicht tun, nicht so ins Detail gehen aufgrund der Zeit. Aber ich habe ihr dann einiges erzählt und ich merkte, dass diese Frau erstaunt, verblüfft da stand, mir zuhörte, alle anderen hörten auch zu. Und dann, nachdem ich einiges erzählt hatte, sagte die gute Frau, also, was Sie da sagen, ist ja sehr interessant und Sie sind ja sehr gut informiert, aber leider falsch. Aber leider falsch. Ich habe dann gesagt, es ist ja nichts schlimmer, als zu einem bestimmten Thema zu referieren und dann nicht mal zu wissen, was man sagt. Also, nur damit ich mich prüfen kann und damit ich gegebenenfalls auch Korrektur annehme, was ist denn, was ich falsch gesagt habe? Sie konnte mir nichts sagen. Kein Punkt. Ich habe mich sicher in dem bewegt, was ich da vorgetragen hatte und sagte nur die Dinge, von denen ich wirklich auch Ahnung hatte. Ja, und
Nur das Gefühl, dass ich falsch liege, das reicht nicht. Ich möchte gerne wissen, wenn ich einen Koranvers falsch zitiert habe, dann möchte ich wissen, wie er richtig heißt. Wenn ich etwas aus der Geschichte Mohammeds falsch erzählt habe, dann möchte ich wissen, wie es richtig war. Ja, aber sie wusste nichts. Ihr Gefühl war einfach nur, ich bin gegen sie, ich bin gegen den Islam. Ich bin gegen sie, ich bin gegen den Islam und erzähle deswegen falsche Sachen. Interessant ist, dass die anwesenden anderen am Tisch das Ganze genauso gehört haben und auch die wussten nicht, was ich falsch gesagt haben sollte. Die wussten nicht, was ich falsch gesagt haben sollte. Aber die Emotionen waren am Kochen. Man griff mich an, ich müsste mich bei der Frau entschuldigen. Ich habe sie gekränkt, ich habe sie beleidigt, ich habe ihre Religion schlecht gemacht. Ich habe dann gesagt, ich bin gern bereit, mich zu entschuldigen, sagt mir bitte wofür. Was Konkretes habe ich falsch gesagt? Welche Fakten habe ich falsch genannt? Persönlich beleidigt habe ich die Frau auch nicht. Ich habe nicht gesagt, sie sieht nicht schön aus. Ich habe nicht gesagt, sie ist falsch gekleidet. Ich habe nicht gesagt, sie ist zu dick. Ich habe nichts Beleidigendes, Persönliches gesagt. Ja? Nur, wir haben über den Islam gesprochen und ich habe ein paar Fakten auf den Tisch gelegt. Ja? Und habe einfach nur darum gebeten, dass man diese korrigieren möge, sofern sie falsch sind. Konnte keiner. Und dann habe ich eben in dem Punkt gemerkt, dass es nicht mehr darum geht, dass man sachlich diskutiert, dass man kritisch etwas anmerken darf. Ich habe dann gemerkt, dass dieses Thema an sich ein hochemotionales Thema mittlerweile geworden ist, wo Menschen verteidigen und gar nicht wissen, worin, wofür und wodurch. Warum erzähle ich die Geschichte? Ja, der Islam ist eine Herausforderung und ich wäre kein Konvertit, ja, oder wenn ich das anders sehen würde. Ja. Wenn ich also die kritischen Dinge anmerke, noch einmal, es geht nicht um Emotionen, obgleich es nicht ganz emotionslos zugehen kann. Ja. Es geht nicht darum, Menschen schlecht zu machen, denn ich wiederhole mich, es ist wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen den Muslimen und dem Islam. Auf der einen Seite der Umgang mit den Muslimen. Es sind Menschen, die wir ehren, die wir achten, die wir lieben und es ist eine christliche Gabe Gottes, ja, der uns sagt, wir sollen den Herrn lieben und unseren Nächsten und damit hat er keine Klammer gesetzt mit dem Hinweis, Ausnahme Muslime. Keineswegs. Die Menschen lieben wir und wir sehen sie nicht als permanente Bedrohung, als potenzielle Terroristen und so weiter und so fort, ja, sondern eben wirklich Menschen, Mitbürger. Und wir öffnen sicherlich unsere Kultur und Gesellschaft in Deutschland für muslimische Mitbürger. Allerdings müssen wir auch ganz klar unsere Grenzen und unsere Werte wahren. Wir sind kein gemischtes Land, sondern ein christliches Land, in dem wir uns befinden. Die Werte und Normen, die in unserem Leben eine Rolle spielen, sind gegründet auf demokratische Gesetze, auf freiheitliche Gesetze. Wir haben das Grundgesetz, wir haben die Menschenrechte, wir haben die Bibel. Ja, und alles ist miteinander verwoben, aufeinander aufgebaut. Und wenn der Islam von der Lehre oder von der Ideologie her mit dem nicht übereinstimmt, dann ändern wir nicht die Menschenrechte oder das Grundgesetz, damit der Islam besser reinpasst, sondern wir bewahren, was gut ist und gegeben ist, akzeptieren die Muslime und sagen aber ein Nein zu islamischen Forderungen, die uns die christliche Freiheit kosten. Weltweit und das ist seit Jahren schon die schnellst wachsendste Religion. Vor ungefähr 30 Jahren gab es 450 Millionen Muslime. Das ist ein Anstieg von über 250% in einigen Teilen der Erde. Das ist unter unterschiedlichen Aspekten oder Hintergründen zu erklären, unter anderem auch die Fruchtbarkeitsrate. Ja, wenn ich sehe, in der christlichen Welt ist die Fruchtbarkeitsrate nicht gerade sehr hoch. Seid fruchtbar und mehret euch. Zwei Kinder zu haben, ist gerade mal Art Erhaltung. Ab drei ist mehret euch. Ja. Wir haben in Deutschland eine Fruchtbarkeitsrate von 1,3. Das heißt, rein rechnerisch, wenn es so weitergeht, gibt es irgendwann keine Deutschen mehr. Ja. Bei den Moslems gibt es eine Fruchtbarkeitsrate von in einigen Ländern teilweise 5,8. Ja.
Das ist schon eine der ersten Erklärungen, weswegen der Islam so rasant wächst. Es ist nicht so, dass alle Menschen sind völlig überzeugt worden und konvertiert zum Islam und sind überglücklich, sondern so ganz natürliche Begebenheiten erklären diesen Wachstum auch. Und weil nun der Islam immer mehr präsent ist in unserer Gesellschaft und Muslime auch immer mehr in, ich sag mal, verantwortungsvolle Positionen, wie zum Beispiel in der Politik sind, allein deswegen ist es eben sehr wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sehen, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede, und dann auch das Resultat zu sehen, ist es möglich, christlichen Glauben mit dem Islam zu mischen, christliche Kultur mit der muslimischen zu mischen. Islam heißt Friede, wird oft gesagt. Ich habe es oft im Fernsehen, in Diskussionssendungen und auch in persönlichen Gesprächen mit Menschen immer wieder gehört, ich müsse doch lernen, Islam und Islamismus voneinander zu trennen, denn der Islam ist eine friedliche Religion schon. Der Name Islam ist Friede im Arabischen. Und das ist schlichtweg eine Fehlinformation, denn es sind zwei völlig unterschiedliche Wörter, auch wenn sie ähnlich klingen. Islam ist die Unterwerfung. Der Mensch unterwirft sich Allah. Eine Unterwerfung, die gefordert ist von Allah, aber nicht eine vergleichbare Unterwerfung, wie wir sie aus der Bibel kennen. Also der Grundgedanke ist derselbe. Gott hat die Erde geschaffen und er hat den Menschen und das Leben geschaffen und er hat einen Plan für das Leben des Menschen sozusagen erstellt. Im Islam ist es so, dass ein Moslem diesen Plan nicht verändern kann. Er unterwirft sich diesem Plan Allahs und alles, was im Leben geschieht, ist vorherbestimmt. Im christlichen Glauben ist es so, dass es einen Plan im Leben des Menschen gibt. Und der Mensch kann sich entscheiden. Er sagt zu Gott, dein Wille geschehe. Oder er verwirklicht seine eigenen Vorstellungen und Pläne, mögen sie gut oder schlecht sein. Ja. Vertrauen und Hingabe nach dem christlichen Verständnis baut sich so auf: Ein Mensch erkennt Gott, sein Wesen, im Optimalfall seine überschwängliche Liebe. Er fängt an, bewusst nach Gottes Willen und Geboten zu leben. Er betet, hat also durch Christus eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen.